Es ist jetzt ungefähr 11 Tage her, seitdem ich in dem Video 5 gruselige Rituale nachgemacht, einige Rituale in meiner eigenen Wohnung ausprobiert habe. Als ich diese Rituale gemacht habe, ist bei vielen Ritualen nicht wirklich was passiert. Das einzige Ritual, das wirklich gut funktioniert hat, war das Ritual mit Korridor deines Verstandes. Viele haben sich nun nach diesen Ritualen ein Update-Video gewünscht, falls irgendwas passiert sein sollte, doch ich dachte, dass dies ziemlich langweilig wäre. Doch in den letzten Tagen, seitdem jetzt die Rituale gemacht sind, sind einige Dinge tatsächlich passiert, die etwas seltsam oder auch verwirrend sind und die ich mir persönlich nicht wirklich erklären kann. Die erste seltsame Sache, die passierte, war, als wir uns das fertige Video angesehen hatten. Viele von euch haben auch bemerkt, dass in der 16. Minute oben rechts in der Ecke des Bilds ein seltsamer Schatten zu sehen ist. Viele von euch fragten sich, was dies ist, und manche meinten, es sei irgendwie ein Mikrofon. Doch genau hier ist ein Problem. Solch ein Mikrofon, was irgendwie nie ins Sichtfeld der Kamera gepasst hätte, hatten wir gar nicht. Das Mikrofon, das wir für den Ton hatten, war fest auf der Kamera festgeschraubt. Diese Kamera, auf der das Mikrofon war, wurde nicht bewegt. Und mein Kameramann sowie meine Freundin standen beide hinter der Kamera, konnten also auch nicht vor die Kamera gehen. Was dieser Schatten zu bedeuten hat, warum er sich so seltsam verhält, kurz ins Bild kommt und dann wieder verschwindet, weiß ich auch nicht. Als nächstes kommen seltsame Geräusche von dem Schrank, in dem ich das Schrankritual gemacht habe. Diese Geräusche sind einmal Knarzen. Dieses Geräusch kann ich mir aber noch erklären, da Holz ja je nach Temperatur sich ausdehnt und zusammenzieht und deswegen Geräusche macht. Was jedoch seltsam ist und was ich mir auch nicht erklären kann, sind Geräusche, die so klingen, als würde jemand etwas im Schrank fallen lassen. Ihr müsst wissen, in diesem Schrank, wo ich das Ritual gemacht habe, stehen normalerweise Haushaltsgegenstände, Kisten mit Wasserflaschen drin, ein Staubsauger, Bügelbrett und so weiter. Das Seltsame ist nun, dass ich manchmal vor dem PC sitze und arbeite und dieses Geräusch höre. Es klingt so, als ob der Staubsauger umfällt, die Wasserkiste von der anderen rutscht oder halt wirklich jemand da drinnen steht, einen Schritt geht und etwas fallen lässt. Wenn ich nun dies höre und dann die Schranktür öffne, steht aber alles völlig fest, wo es hingehört. Alles steht so, dass es eigentlich keinen Ton von sich geben könnte. Ich wette, es gibt irgendeine sinnvolle Erklärung, warum dies im Schrank passiert und warum ich diese Geräusche ziemlich häufig in den letzten Tagen höre. Aber ich weiß diese Erklärung zurzeit einfach nicht. Das Seltsamste, was jedoch geschah, waren weder dieser seltsame Schatten im Video noch das Geräusch irgendwie im Schrank. Das Seltsamste, was geschah, war vor 2 Tagen. Und zwar kam es auch aus dem Wohnzimmer, wo wir 4 der 5 Rituale aufgenommen hatten. Ich bin morgens am Samstag natürlich aufgewacht und lag noch etwas im Bett. Kurz nach dem Aufwachen habe ich einen kurzen, aber lauten Schrei einer Frau aus dem Inneren meiner Wohnung gehört. Ich bin mit Herzklopfen aufgestanden und in Richtung des Schreis gegangen. Ich habe das gemacht, da ich dachte, es wäre meine Freundin und ihr ist irgendwas passiert. Doch als ich dann im Wohnzimmer war, war niemand dort und meine Freundin war seit 3 Stunden bei der Arbeit. Ich denke, ich könnte mir den Schrei irgendwie im Halbschlaf eingebildet haben. Jedenfalls rede ich mir das ein, denn eigentlich war ich bereits seit 15 Minuten wach und in dieser Zeit ist man längst nicht mehr im Halbschlaf. Woher dieser Schrei kam, der auch wirklich so klingt, als wäre er aus der Inneren der Wohnung gekommen, kann ich mir nicht erklären. Was all diese komischen Ereignisse bedeuten, woher sie kommen und ob sie aufgrund der Rituale kommen, kann ich so nicht sagen. Ich persönlich würde niemals davon ausgehen, dass sie Reaktionen oder Ursache der Rituale sind. Aber seltsam sind sie dennoch. Von euch würde ich jetzt gerne wissen, was glaubt ihr, warum kommen diese seltsamen Ereignisse und denkt ihr, Rituale funktionieren? Dies würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin. Tschüss.